Nach einem Wohnungsbrand in der 5. Etage eines 8-stöckigen Hauses im Kasseler Stadtteil Forstfeld haben Retter am Sonntag die Leiche der 45-jährigen Mieterin in der Wohnung gefunden. Die Tote habe in der mit Wasser gefüllten Badewanne gelegen. Die genaue Todesursache müsse noch geklärt werden. Möglich sei eine Rauchgasvergiftung, aber auch ein Suizid oder ein Gewaltverbrechen könne man derzeit noch nicht ausschließen. Laut Feuerwehr sei eine Menge Material verbrannt. Möglicherweise habe es sich um eine sogenannte Messi-Wohnung gehandelt. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden. Insgesamt dauerte der Brandeinsatz 3 Stunden. 30 Feuerwehrleute waren mit 6 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Dank einem massiven Löscheinsatz konnte das Übergreifen der Flammen auf eine andere Wohnung verhindert werden. Während des Einsatzes waren die Bewohner in einer nahegelegenen Turnhalle von einem Team des Kriseninterventionsdienstes des DRK Kassel betreut worden.